Yo Leute, willkommen zur nächsten Folge Speedy Eggbert. Heute, ja, spielen wir noch ein bisschen weiter hier. Ich bin zurzeit ja ein bisschen am Verzweifeln, was hier das Spiel angeht, denn ja, haben wir am Ende der letzten Folge schon gesehen, dass ich hier nicht so ganz durchsteige, wie wir das machen müssen. Aber ich denke mal, da machen wir dann gleich nochmal einen Restart, beziehungsweise das nächste Gameplay-Video fängt an und dann mache ich es richtig. Solange teste ich hier noch ein bisschen rum und kriege eigentlich nichts hin. Ja, das sehen wir dann gleich, wie wir uns anstellen oder wie ich mich anstelle oder angestellt habe. Denn wie gesagt, die Gameplays sind ja schon älter. So, das geht natürlich so nicht, aber wir werden gleich sehen, wie es geht. Und ja, ich habe mir für heute überlegt, ich habe kein Thema. So wirklich. Und da dachte ich mir, ich nutze die Zeit während der Folge und gucke am Handy, was da los ist. Denn ich glaube, ich habe ein paar Sachen vergessen. Oder? Hier hat mir einer geschrieben. Ach, der will jetzt wissen, warum. Warum ich heute Abend kein League of Legends aufnehmen kann. Weil. Ah, was soll ich denn da jetzt schreiben? Ja, ich kann halt nicht, weil ich irgendwie heute Abend echt Stress habe. Das wird wieder nicht so toll. Ja, also ein bisschen eher wäre es gegangen, so 19 Uhr, aber er will jetzt halt so um 10. Aber da kann ich echt nicht, weil da ist wirklich. Weil ich. Na, was soll ich denn da jetzt schreiben? Das ist jetzt gar nicht so einfach. Das muss ich mir, glaube ich, für nach der Aufnahme aufheben. Ich wollte nur gerade die Zeit mal nutzen und irgendwas am Handy gucken. Ich wollte aber noch was Spezielles jetzt irgendwie mir aufschreiben oder so. Ich weiß gar nicht mehr was. Oder wollte ich einfach nur gucken, ob ich im Online-Modus bin. Ja, manchmal gehe ich in den Flugmodus und dann vergesse ich einfach, während ich aufnehme, da irgendwas zu lesen, beziehungsweise dann noch irgendwie, ja, dann halt, weiß ich nicht, wenn es was Wichtiges ist, kriege ich es nicht mit. Oder wenn ich angerufen werde oder so. Und das ist dann halt immer ein bisschen blöd, ne? Aber nee, ich bin ganz normal nicht im Flugmodus, also alles gut. Schön, dann. Ja, guck mal auf jeden Fall, wie wir uns jetzt schlagen in dem Level. Ich hab gerade vorhin den Cut gesehen. Ich bin einmal aus dem Spiel raus und dann wieder rein und das war quasi der Cut zwischen den beiden Gameplays. Und das hier ist jetzt das Gameplay vom 6.5. Das ist noch gar nicht so alt. Das davor war ja vom 2.1.2016. Ja, das ist schon ein bisschen länger her. Aber ja, jetzt habe ich zumindest hier, ich glaube, einen besseren Plan, wie ich mich anstellen soll. Ja, das gucken wir mal, wie wir das angehen. Und zwar hier so. Das schieben wir erstmal nach hinten. Und dann probiere ich mich erstmal so hier ran. Aber ich glaube, so wird das auch nichts, oder? Wir können jetzt quasi wieder nur nach unten fahren, wie wir es hatten. Das wäre ja auch ein bisschen blöd. Ah ja, jetzt wollte ich so probieren, da noch gerade auf die Ecke zu kommen. Aber ich glaube, das kriegt man nicht hin. Da fliegt man einfach zu schnell nach unten. Deswegen muss ich jetzt das mit den Kartons probieren. So. Das war das ein bisschen Friemelarbeit. So, ich krieg das manchmal mit der Steuerung immer noch nicht hin. Hatte ich schon mal erwähnt irgendwann. Das ist ein bisschen schlimm bei mir. Ist aber auch schwierig. So. Keine Ahnung, was wollte ich jetzt mit dem Auto? Ich muss doch erstmal hier oben das noch machen. Ja, manchmal bin ich vielleicht auch ein bisschen geistig abwesend, wenn ich spiele. Das merkt man ja. Hä, warum schiebe ich das jetzt wieder dahin? Hä? Ich muss doch. Was mache ich? Nein, das ist doch ganz falsch. Oh. Jetzt haben wir beide Autos unten. Ach Mann, jetzt mache ich denselben Scheiß nochmal hier. Ja, da sehe ich auch gleich ein, dass ich hier nochmal. Oder? Ja, komm, geh raus, Junge. Das Spiel ist gelaufen. Kannst nichts mehr machen. Genau, jetzt gehen wir nämlich einfach mal und starten nochmal neu. Level 5 müssen wir auch noch schaffen. Ja, ob das noch was wird. So, dann eben nochmal. Ach, na toll. Gleich gegen die Bombe gelaufen. Das ist ja wieder geil. So, ich habe wieder eine Viber-Nachricht, sehe ich gerade. Kennt ihr diese App Viber? Die benutzt keiner mehr, aber da kriege ich immer Spam-Nachrichten. Von irgendwelchen, keine Ahnung was. So. Ist aber auch egal, die lösche ich einfach immer. Beziehungsweise blockiere ich.
Na, hat sich das. Eigentlich könnte ich Viber auch mal deinstallieren, weil ich weiß nicht, ich benutze das eh nie. Ich hab's halt nur, weil es irgendwann mal ein paar Leute hatten. Und ich dachte mir so, yo, komm, bevor du den Trend nun auch wieder verpasst, weil ich damals schon bei WhatsApp ziemlich spät erst angefangen habe, das zu benutzen und bei Facebook genauso. Da dachte ich mir, komm, wenn sie jetzt alle anfangen, Viber zu benutzen, holst du es dir auch mal gleich. Aber es war dann halt doch nicht der Fall, ne? Und ja, ich hab's halt immer noch. Aber naja, genauso ist es bei Telegram. Aber Telegram ist halt was ganz anderes. Das ist einfach Lifestyle, ja. Wer das nicht hat, der hat wirklich was verpasst. Er muss wirklich mal gucken, wie er sein Leben noch auf der Reihe kriegen soll, weil Telegram ist wirklich. Ohne das komme ich nicht mehr zurecht. Ja, also. Ich weiß nicht. Telegram ist schon eine coole App. Ist so ähnlich wie WhatsApp im Prinzip. Und ja, soll jetzt hier keine Werbung sein. Aber ja, über den Rev-Link in der Beschreibung könnt ihr das auch downloaden. Nee, Spaß. Ja, keine Ahnung. So, hier ein bisschen, da ein bisschen. So, ich denke mal, das kriegt man hin. So. Ah, jetzt zieht er das natürlich nur einzeln. Das ist ein bisschen blöd. Warte mal. Schafft er das noch? Ja. Ich dachte, er schafft das kräftemäßig nicht. So, der nölt auch immer ein bisschen zwischendurch, habe ich gehört. Ach, da ist er jetzt dagegen gelaufen direkt. Auch nicht schlecht. So. Lol. Wie komme ich denn da jetzt hin? Ach so, ja, mit dem Trick. Genau. Trick 17. Nein, du musst doch noch. Ja, genau, denk erstmal nach. Du musst nämlich noch hier das weiter vorschreiben. So. So, dann kommen wir jetzt hier auch durch und haben das Level endlich geschafft. Genau, und da kann man nämlich ganz, ganz normal durch die Minen fahren, ohne zu sterben. Habe ich auch nicht gewusst vorher mit dem Auto, dass das so geht. Ich wusste immer nicht, wozu das gut ist, aber jetzt ist mir alles klar, ja. Okay. Da schlägt er noch ein bisschen und dann gehen wir mal weiter. So, hier unten, die machen wir auch noch mal weg. Wenn wir schon mal das entsprechende Putzmittel haben. Und dann hier hoch. Und dann haben wir schon mal zwei Schätze. So. Ja, 7 Minuten 55 haben wir jetzt auf der Uhr. Mal sehen, wie lange das noch geht. Gut, naja, ich weiß ja, wie lange ich die Folgen mache. 11 Minuten wie immer. Kürzer werden sie ja eigentlich nie. Und länger eigentlich auch nicht. So. Ja, auf jeden Fall ist das jetzt die sechste Folge in Folge. Ja, muss man echt so sagen. Oder die sechste Folge in am Stück. So kann man es auch sagen, genau. Ja, und ich guck mal, wie es so ankommt, ne? Das ist Speedy Eggbert Let's Play. Ich bin ja heute echt ein bisschen müde. Ich habe letzte Nacht da wieder schlecht geschlafen. Ey, das ist aber auch schlimm. Bei Hitze einzuschlafen, versucht das erstmal. Das ist gar nicht so einfach. Wirklich, da quält man sich die ganze Zeit und die ganzen letzten Tage. Ich habe jetzt schon eine Woche lang so schlechten Schlaf immer gekriegt. Oder noch länger. Das geht gar nicht mehr, ey. Ich habe in den letzten 8 Tagen habe ich nur einmal so lange geschlafen, dass ich relativ gut damit zurechtgekommen bin am nächsten Tag. Die ganzen anderen Tage habe ich zu wenig Schlaf bekommen und das hängt einem natürlich dann noch nach, ne? Ich hoffe mal, dass ich das in den nächsten Tagen ein bisschen in den Griff kriege und ich will auch nächste Nacht jetzt endlich mal ausschlafen wieder, ne? Ich meine, ich habe jetzt echt Sommerferien, da kann man sich das mal gönnen. Ich versuche heute mal so um 11 ins Bett zu gehen und dann mal bis um 8, um 9 zu pennen. Weil ganz ehrlich, ich brauche das. Ich hoffe, ich schwitze da nicht so sehr, dass ich die ganze Zeit aufwache. Ey, das wäre auch scheiße. Das ist wirklich zurzeit so schlimm mit der Hitze. Ich habe das ja schon angesprochen vor ein paar Folgen. Das hat sich natürlich jetzt in den 40 Minuten, die seither vergangen sind, nicht so sehr geändert. Ist höchstens noch heißer geworden. Also, ja. Zum Glück bin ich hier in einem Raum, der relativ kühl ist. Aber dadurch, dass ich die ganze Zeit rede, wird es natürlich ja auch wärmer und wärmer. Ist wirklich so. Gut, der Rechner, der hält es natürlich auch ein bisschen, aber nicht so krass, denke ich mal. Oder?
So warm ist er, kommt er mir zumindest nicht vor. Ist eher ein bisschen kühl. Und so eine Klimaanlage ist er jetzt auch nicht unbedingt. Boah, ey, eine Klimaanlage bräuchten wir echt mal. Ah, das ist immer ziemlich laut. Aber wir bräuchten echt mal eine Klimaanlage, ey, für den Sommer. Ja, das wäre mal wichtig, weil ich einfach sonst eingehe. Und zwar immer. Ja, die Problematik habe ich ja schon angesprochen mit der Hitze. Das will ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Vor allem, weil es jetzt auch noch nicht so lange her ist und ich mir vorkomme wie ein Papagei. Und ja, gerade kommt ja auch so krasse Musik. So bassreich. Aber trotzdem 8-Bit nur oder 16-Bit oder so. Ist relativ cool. Naja, wie man es nimmt. Geschmäcker sind verschieden. Und ja, ich würde aber auch sagen, die Folge ist vorbei. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und ja, das war dann die letzte Folge. Und für die nächste habe ich dann auch wieder ein paar Themen. Beziehungsweise ein Thema eigentlich. Aber ist auch egal. Wir sehen uns dann erstmal beim nächsten Mal wieder. Genau. Tschüss.